Smogon. Ah, ja. Nein, wir wechseln nicht. Smogon. Donnerschock rein. Oh, nicht sehr effektiv. Mal ruckzucki probieren. Ah, effektiver, okay. Muss man immer ein bisschen rumprobieren, um die beste Attackenart für die jeweiligen Pokémon rauszufinden. Na komm. Ja, komm, wegen einem KP oder was? Und scheiß Gift. Mein Pikachu wird wahrscheinlich jetzt gleich sterben. Ah, Level 15. Cool, cool. Doppelteam, aber Pikachu kann ich mehr als viel. Was macht Doppelteam? Was macht es? Erzeugt Ebenbilder, um Fluchtwert zu erhöhen. Nee, das braucht man nicht. Doppelteam nicht erlernen, ja. Voltoball. Schauen wir mal, was das... Ah ja, da brauchen wir das Glutexo dafür. Mit Glut, wissen wir ja. Ja, ich weiß, dass du fast tot bist. Ich muss es dann auf jeden Fall mal heilen. Hehe, fast. Aber jetzt befürchtet... Naja, noch nicht ganz. Und weg bist du. Und wir haben gewonnen. Wir müssen dann unbedingt mal unsere Pokémon heilen. Ich hoffe, dass wir bald in Azuria City rauskommen, sonst werden wir hier drin Probleme bekommen. Ach so, ein Fossil. Können wir da jetzt ein Fossil klauen? Was ist das? Domfossil. Ich nehme das Helix-Fossil, das hört sich cooler an. Naja, wenn er meint. Habe ich jetzt eigentlich hier eine Map oder so? Was zeigt er mir da an? Ach, die Mondberg-Map, das bringt mir nichts. Wo geht's hier hin? Ach, Vergiftung. Naja, klasse. Gegengift, ja, das ist doch praktisch. So, Sekunde, Pokémon. Welches ist da jetzt vergiftet? Pikachu. Items. Ach ja, stimmt. Da muss ich ja einen Beutel. Ach, nicht ein Pokémon. Das Spiel reagiert auch so langsam teilweise. Gegengift. Gegengift hatten wir ja noch tausende. Naja, egal. Und ich muss jetzt kurz diesen Beleber bei Taubsiebe verwenden, dass wir wenigstens noch unser Taubsiebe wieder bekommen. So, jetzt haben wir das wieder. Ups, zurück und nochmal zurück. Aber ich möchte erstmal die anderen Gebiete dieser Höhle noch erkunden. Da war ja da unten noch was. Ach, da geht's nicht weiter. Da ging's weiter. Müssen wir praktisch nach oben. Naja, ich flüchte. Ich habe jetzt gar keine Lust, mich mit den ganzen wilden Pokémon rumzuschlagen. So, Flucht. Und weg sind wir. So, und da müssen wir also praktisch diese Leiter rauf. Ich denke, ich hoffe, dass sich diese Höhle dann bald dem Ende neigt. Da geht's noch einmal rauf. Und dann sind wir draußen. Mondberg Azuria City. Okay. Und wo ist jetzt Azuria City? Ich gehe mal einfach in diese Richtung. Ich hoffe, dass das richtig ist. Sekunde. Schauen wir auf die Karte. Die hilft mir gerade nicht viel. Aber scheinbar muss ich doch in diese Richtung. Ah, da ist ein Pokéball. Ups, da. Brüller. TM05. Okay. Na, klasse. Geh mal hier unten lang. Dann da oben rauf. Ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. Dann sind wir in Azuria City, oder? Ich glaube schon. Ja, Azuria City. Jetzt heilen wir erstmal kurz unsere Pokémon. Im Pokécenter. Und da ist die Arena auch schon. Die werden wir uns in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme wahrscheinlich mal vornehmen.
So, jetzt erstmal die Pokémon heilen. Dum dum dum. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Tun wir. Ups, so. Was ist das hier eigentlich? Ein Fahrradladen. Ach ja, cool. Ein Fahrrad könnte ich auch mal kaufen. Schauen wir mal, ob wir genug Geld haben. Ach, ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viel das kostet. Oh mein Gott! Das sind ja teure Räder, hey. Was ist das hier? Irgendein Wohnhaus? Wer bist du? Seufzt, zu viel Zeit und zu wenig zu tun. Passiert nirgendwo etwas, das mich aufhält? Naja, egal. Habe ich jetzt nicht mehr gelesen, war ich zu schnell im Wegdrücken. Was hast du für ein Problem? Lamus macht ein Nickerchen. Was sagst du? Lamus, schlage zu. Oh nein, wieder nicht. Ach ja. So ein faules Lamus. Sagt dir irgendwie auch der Name. Jetzt hier hin. Alte Oma. Mein Mann tauscht für sein Leben gern Pokémon. Bist du auch ein Sammler? Würdest du bitte Pokémon mit ihm tauschen? Mal schauen, was er im Angebot hat. Hallo. Willst du deinen Quapuzzi nicht gegen einen Rosanna tauschen? Ich hab keinen Quapuzzi. Wenn ich mal ins Haupt komme, ich wieder auf dein Angebot zurück. Sind überall Häuser? Naja, kein Wunder, ist ja auch eine Stadt. Was gibt's hier? Nur sehr begabte Trainer betragen Pokémon. Und wie ich sehe, bist du bereits Träger eines Ordens. Die Orden sind geheimnisumwoben. Also dann? Über welchen der 8 Orden soll ich dir sowas erzählen? Oh mein Gott. Über gar keinen momentan. Was geht hier hin? Was ist hier hinten noch? Garten. Aha. Bringt mir das was? Glaube nicht, oder? Was gibt hier noch? Einen alten Mann. Stelle eine Vielzahl Medikamente aus Bärenpuder her. Mit gutem Bärenpuder kann ich jedes Medikament herstellen. Hast du Interesse an Bären? Ja. Wie viele Bären hast du? Keine einzige. Ja, aber wie auch, wenn man keine finden kann. Bärenmühle. Drucktempoplatzierung. Ah, hä? Ach so, okay. Interessant. Was ist hier los? Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter dem abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Naja. You failed, mein Freund. Und das ist der Einbrecher hier, oder was? Hier kann ich runter. Kurz Abkürzung nehmen. Geht aber nicht rauf. Da müsste ich von da unten irgendwo raufkommen. Weil da komme ich noch nicht hin, weil die da den Weg blockieren. Was sagt uns das hier eigentlich, der Schild? Tipps für Trainer. Einem Pokémon kann ein Item zum Halten gegeben werden. Manche Items können sogar vom Pokémon im Kampf eingesetzt werden. Ja, Trank zum Beispiel. So, und ich würde sagen, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Man sieht sich dann in der nächsten Aufnahme. Euer Codred.